Ich weiß nicht, Nelly, was heißt Nelly? Schon länger her, da ist einer von den obersten Nahrer zu mir gekommen. Geht er so Gröbering? Wollt ihr jetzt mal in den ersten Stock anfangen? Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie schaut es überhaupt aus mit den Kinderzimmern? Gell, ich hab da mal die gegoogelt, ja, hab mich noch mal umgeschaut und umgekehrt, hab ich festgestellt, kindermäßig, da ist ja bei dir quasi noch ein Nullbestand. Da hab ich gesagt, ja, Kinderzimmer, pass auf, hab ich gesagt, das sagst du jetzt was. Bin jetzt 41, hab ich gesagt, männermäßig ist nicht einmal eine Zwischenlösung in Sicht. Sag ich, Klimakterium mit 45, zwei Fragen gelassen, ich trage mehr Geschätzungs pro Überhaupt. Ah, weißt du was, jetzt machst du mal zwei kleine Kinderzimmer, direkt neben dem Schlafzimmer. Wenn's nix wäre, kann ich alle aber ein Ankleidezimmer draus machen oder ein Schuhzimmer für meine Lieblingsschuhe, weil die anderen habe ich ausgelagert in Hallen im ehemaligen Osten, da ist billiger. Nein, sag ich mal, was die Kinderfrage anbelangt, man soll nicht pessimistisch sein. Gell, Ciananini? Can hat noch ein Kind gekriegt, Ciananini mit 54. Ja, aber die ist halt Italienerin. Gell, die ist ja hormonell ganz anders aufgestellt. Ja, ich bin Deutsche, ich hab deutsche Hormone. Die arbeiten bis 45 Jahre Vollzeit, dann 2 Jahre Übergangslösung, dann gingen sie in Rente durch den Monat, was weiß ich. Machen eine Kreuzfahrt oder spielen Golf und haben eine rosa Kappe auf Depp draufsteht. Ich weiß es nicht, da falle ich jetzt weg. Der Alex hat gesagt, jetzt reg dich nicht auf. Mein Gott, wenn du jetzt selber kein Kind mehr kriegst, dann kaufst du halt eins. Da gibt's doch bestimmt auch was von Gucci. Ach, sag ich, weißt was?